auch wenn der Landeshauptmann jetzt nicht hier ist, möchte ich zwei, drei Sätze dazu sagen. Und weil es in meinen Augen schon eine besondere Brisanz hat, der Zustand, wie die Arbeiten im Untersuchungsausschuss gelaufen sind, aber grundsätzlich ein bisschen, wie sich dieser Landtag seit Landeshauptmann Kompatscher im Amt ist, entwickelt haben. Und das ist, da müssen wir zurückgehen, bereits seit dem Jahr 2013 so. Und vor allem, weil es Landeshauptmann Kompatscher selbst war, der lange bevor er zum Landeshauptmann gewählt wurde, von sich aus immer wieder erklärt hat, das System Südtirol sei beendet, er wolle mit diesem System nichts zu tun haben. Er selbst hat plötzlich vom System Durdenwalder gesprochen, hat sich wirklich nichts nehmen lassen, um sich von diesem System in irgendeiner Weise abzugrenzen und immer wieder Erneuerung versprochen. Und das fällt ihm alles auf den Kopf. Denn eines, und das möchte ich ihm ganz gerne mit auf den Weg geben, es hat auch in der Vergangenheit oft Untersuchungsausschüsse gegeben, immer wieder ein Kräftemessen zwischen Mehrheit und Opposition, auch immer wieder Versuche, das Kontrollrecht der Opposition zu unterbinden. Aber es hat es nie gegeben, dass Landeshauptmann Durnwalder nicht hier gesessen wäre. Der hat immer das Gesicht hergehalten, den Kopf hergehalten und hat jeden Kampf hier ausgefochten. Das, was wir heute erleben, ist feig. Das ist eine Feigheit, wo mir einfach die Worte fehlen. Und gerade die beiden Helden der Pandemie, Kompatscher und Wiedmann, die Südtirol durch diese schreckliche Zeit geführt haben, haben heute den Schwanz eingezogen und sind beide nicht hier. Und im Endeffekt haben wir das ja denen beiden zu verdanken, weil sie nie miteinander konnten oder nicht miteinander wollten oder wie auch immer. Das ist pervers. Was hier abgeht, ist pervers. Und die Herrschaften fehlen und hören sich das nicht an. Also ich frage mich wirklich, für wie dumm glaubt man, effektiv immer noch die Menschen verkaufen zu können, zusammenhalten. Ja, wer gegen wem, mit wem, für was? Transparenz, Demokratie, das sind Begriffe, die haben gerade unter Kompatscher ihre Schlagfertigkeit verloren. Das muss man ganz klar sagen. Gerade unter ihm, wo so große Hoffnung da war, wo man wirklich vielleicht geglaubt hat, es könnte sich das eine oder das andere ändern. Nein. Und lieber Sven Knoll, du hast gesagt, es könnte ja mal andere treffen, die unangenehme Fragen stellen. Ich habe deswegen unterschrieben für diesen Ausschuss, weil ich gehofft habe, dass endlich Fragen geklärt werden, die ich bereits 2016 gestellt habe. Denn es hat schon 2013 ein Team Arno im Wahlkampf gegeben. Ich nenne jetzt nicht die Namen, aber jeder, der ein bisschen Wiff auf der Platte ist, kann die Namen herausfinden und weiß, wo die Herrschaften heute sitzen, welche Posten sie bekommen haben. Und ich habe noch einmal nachgefragt bezüglich Postenschacher rund um dieses Team Arno und die ganzen Aufträge, die bestimmte Herrschaften für Arno Kompatscher, für Gefälligkeiten und so weiter erhalten haben. Nichts. Das ist nicht Transparenz. Und das hat alles schon viel früher angefangen, nicht erst 2018. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass der große Erneuerer zwar mit Worte um sich wirft, aber wenn es drauf ankommt, feig ist, keine Antworten gibt, den Schwanz einzieht und lieber der ganzen Diskussion ausstellt und nicht oh, Arnold Schuller. Das muss dieser Landtag aushalten. Die Wortwahl wird er aushalten. Und ansonsten bitte, da ist die Tür. Das wird man aushalten. Und was hier passiert ist, dass jene Partei, mit der wir über Demokratie reden sollen, über direkte Demokratie, immer wieder selbst Demokratie für sich beansprucht, das Ureigenste, nämlich das Kontrollrecht der politischen Minderheit, untergraben hat. Also das schlägt dem Fass wirklich den Boden aus. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen.
Und mir war es deswegen wichtig, das zu betonen, denn diese Methoden und Machenschaften, die hat es früher nicht gegeben. Und ich sitze seit 20 Jahren hier. Und Hut ab vor Altlandeshauptmann Durnwalder, egal wie rund das hier gegangen ist. Und Schuler, du hast ganz andere Worte verwendet, als du noch der Rebell warst unter Durnwalder. Er hat sein Kopf hergehalten, das Gesicht hergehalten und hat sich alles bis zum Schluss angehört. Und das ist eine Respektlosigkeit, die wir hier heute erleben.